Die Stimmung ist gut auf der Freeze in London. Vom bevorstehenden Brexit ist hier noch nichts zu spüren. Wieder werden in den Zelten im Regent's Park mehr als 100.000 Besucher erwartet. Einer der 160 Aussteller ist der Österreicher Tadeusz Ropacz. Er gehört zu den erfolgreichsten Kunsthändlern weltweit, besitzt Galerien in Salzburg und Paris und ab 2017 auch hier in London. London hat sich in den letzten Jahren unglaublich verjüngt und hat sich wirklich so in die Mitte des zeitgenössischen Lebens gesetzt. Und da macht es dann schon viel Spaß, daran teilzunehmen und das als nächsten, fast natürlichen und logischen Schritt dann zu wählen. Mitten in die Vorbereitungen für die neue Niederlassung platzte im Juni die Entscheidung für den EU-Austritt. Völlig unerwartet. Das war emotional schon so ein Schock einfach, also ein unglaublicher Schock. Also ich bin so überzeugter Europäer und dass dann ein so wichtiger Partner wegfällt und sich gegen diese europäische Idee stellt, das war etwas, das konnte man sich vorm Juni nicht vorstellen. Und so hinterlässt dieser Schock auf der diesjährigen Freeze seine Spuren. Der britische Künstler Michael Landy mit Ausschnitten europäischer Pressereaktionen. Bereits vor dem Referendum war der drohende Brexit bei Künstlern Thema. Der Fotograf Wolfgang Tillmans, der in Berlin und London lebt, entwarf Plakate für eine Werbekampagne gegen den Austritt aus der EU. Mehr als 280 Künstler engagierten sich. Darunter auch der Londoner Bildhauer Conrad Shawcross. Im Skulpturenpark der Freeze-Messe stellt er in diesem Jahr seine 6 Meter hohe Skulptur Monolith aus. Seine Freiheit als europäischer Künstler sieht er durch den Brexit gefährdet. In Europa arbeiten, in Museen dort arbeiten, das alles könnte in Zukunft viel problematischer und bürokratischer werden. Von EU-Förderungen haben Museen und Künstler in ganz Großbritannien profitiert. Noch größer ist das Problem für ihn persönlich. Er selbst sieht sich als echten Europäer. Meine Frau ist Italienerin, mein Sohn ist Europäer. Ich komme aus einer Generation, für die das kein Thema war, die EU wollte und begrüßte. Und jetzt fühlen wir, die Menschen hier in London und in meinem Alter, uns unserer Zukunft beraubt, die wir uns anders vorgestellt hatten. So pessimistisch sehen das nicht alle. Für Simon Cottle vom renommierten Londoner Auktionshaus Bonhams ist Großbritanniens starke Kunstszene kein EU-Verdienst. Schließlich sei sie über Jahrhunderte gewachsen. Eine Gefahr durch den Brexit sieht er nicht. Man sollte sich daran erinnern, dass in Großbritannien im 18. Jahrhundert 4 internationale Auktionshäuser entstanden. Innerhalb von nur 50 Jahren. Das ist Londons Geschichte. Und die Stadt wird sich auch in Zukunft anpassen. Was es auch für Veränderungen geben wird, Großbritannien wird sich anpassen, was immer da auf uns zukommt. Tatsächlich könnte durch den Wegfall einiger EU-Regeln der britische Kunstmarkt sogar gestärkt werden. Und auch das immer schwächer werdende britische Pfund macht die Preise attraktiv für Kunstsammler aus dem Ausland. Und die Freeze ist dabei einer ihrer wichtigsten Treffpunkte. Hier sind so viele Menschen, Künstler, Galerien, Sammler aus der ganzen Welt. Darauf sollte der Brexit keinen Einfluss haben. Aber natürlich ist es schwierig, das genau vorherzusehen. Für viele Künstler war es kulturell eine große Enttäuschung. Und es wird interessant zu sehen, wie sich das in ihrer Kunst widerspiegelt und ob es in Zukunft noch mehr politische Werke geben wird. Wie Victoria Siddle glaubt auch Galerist Tadeusz Ropacz, dass London seine Stellung als zweitgrößte Kunstmetropole nach New York behält. Vom Standort her und auch von dem, was wir vorhaben, glaube ich nicht, dass das irgendwie beeinträchtigen wird. London ist zu wichtig, London ist zu präsent. Die Kunstwelt hat so und so eigene Grenzen, also die hält sich nicht an die vorgegebenen politischen oder geografischen Grenzen, sondern bestimmt selber, welche Orte relevant sind. London ist relevant, wird das bleiben. Krise oder Aufschwung? Was der Brexit für den britischen Kunstmarkt bedeutet, darüber sind sich Händler, Sammler und Künstler noch uneins. Wohin die Reise für die Briten geht, das wird sich erst in Zukunft zeigen.